Der Professor ist gar nicht zu sehen, okay. Gut. Wir können nach Winter. Von Haven aus. Wir sehen bei Haven hier diese ganzen Brücken. Und diese Brücken verbinden ja im Grunde die Länder, die meisten zumindest. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich glaube vom Orakel aus. Da waren wir, glaube ich, gerade schon gar nicht verkehrt. Vom Orakel aus kommt man nach Winter. Und Winter ist ein Gebiet, in das man eigentlich immer kann. Beziehungsweise ab diesem Punkt immerhin kann. Vorher hat uns die Story ja immer woanders hingeschickt, hingeforst. Genau, wenn man hier unten lang geht. Müsste man nach Winter kommen. Exakt. Hier sehen wir nochmal diese Statuen. Haven scheint eventuell das Zentrum dieses Reiches gewesen zu sein, denn Haven ist von allen Seiten geschützt. Warum genau, das weiß ich noch nicht. Vielleicht finden wir das heraus. Ja. Das ist Haven. Das ist Winter. Wie man sieht, Schneegebiet. Und jetzt kommen auf jeden Fall schon mal diese Eisviecher. Und wir sehen, die Feuerkugel macht fette 30 Schaden gegen diese Dinger. Also man ist gut beraten, zu diesem Zeitpunkt die Feuerkugel zu haben. Ich weiß nicht, ob man vor Utias Besuch hierhin kommt, aber wir sehen, das ist genau der Schlüssel, den wir brauchen. Den Utias schon hatte. Kleinen Moment. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber es geht weiter in Winter. Ein bisschen was von diesem Gebiet wollte ich mir dann doch noch angucken. Und wir können sehen, der Schlüssel, den wir bei Utias bekommen haben, passt genau zu dieser Tür. Wenn wir vorher hier mal vorbeigeschaut hätten, hätten wir das auch gewusst. Aber das versichert uns im Grunde nur noch, dass das jetzt hier der richtige Weg ist. Jetzt müssten eigentlich wieder diese Viecher kommen. Und da kommen sie auch schon. Deswegen nehmen wir wieder unsere Feuerkugel rein. Und hauen den Dingern eins aufs Maul. Aber volles Pfund. So, man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht hier unten lang. Oder da oben. Ich ziehe es eigentlich vor, nach unten zu gehen. Erstmal. Um zu gucken, was hier los ist. Ach, es ist sogar egal. Okay. Auf jeden Fall ein neuer Gegnertyp. Diese komischen Wikinger-ähnlichen Typen, die relativ viel einstecken. Uns aber mit dem nächsten Schild bescheren. Jo, die sind eine ganze Ecke besser. Dann wäre es mal an der Zeit, etwas zu essen für Sekühne auch. Da reicht eine Karotte. Und noch ein paar neue Gegnertypen, diese komischen. Das sind, glaube ich, Katzen. Die anderen waren Wölfe und das sind so mehr so Tiger, Raubkatzen-ähnliche Viecher. Gott, da hat geklappt. Der hätte geklappt. Kann, Mut, löppt. Und was haben wir da? Eine neue Waffe. Und zwar eine Streitaxt. Es ist übrigens so, dass David mit dem Breitschwert, was wir jetzt in der Hand haben, glaube ich, zusätzlichen Schaden macht. Und da waren das mit den Zwillingsklingen, die man nachher bekommt. Das können auch die Zwillingsklingen gewesen sein. Auf jeden Fall hat die Streitaxt nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ich weiß aber nicht, ob wir sie nehmen sollten. Ich glaube, David ist insgesamt mit Schwertern besser. Oh, das sieht ja ganz gut aus eigentlich. Jo, der Schreiber wartet hier unten schon auf uns. Jetzt kann man sich aussuchen, oben oder unten lang. Genau. Ich werde sie in meinem Buch notieren, damit ihr euch immer daran zurückerinnern könnt. Winter. Ich gehe auf jeden Fall immer gerne erst nach unten, weil wir oben noch nicht so wirklich viel machen können. Und die Gegner, glaube ich, relativ stark waren. Hier haben wir noch einen neuen Gegnertyp, diese komischen Yetis. Bei Äxten ist zum Beispiel der Fall, dass der normale Schlagschaden mehr Schaden macht als der Ausfall. Einfach, weil eine Axt ja keinen Stichschaden macht. Gott! Da sind das so viele! Wo kommen sie her? Wer hat euch geschickt? Auf jeden Fall. Gerüstete Ratte. Nächste Stufe der Nahrungszufuhr. Das heißt, in David scheint ein chinesischer Geist zu schlummern.
What the fuck? Macht offensichtlich nicht viel Schaden gegen die. Doch. Habe ich mich geirrt. Macht er nämlich doch. Bams. 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 Ha, ha, ha. Ich bin der Pyromane erster Güte. What the fuck? Ein Eiselementar. Autsch. Mana regeneriert sich bei David nur sehr langsam. Können wir trotzdem angreifen? Jo. Und da kommt noch eins. Also mit Frostschaden braucht man hier nicht ankommen. Nehmen wir mal eben unser Schwert rein. Schwertschaden macht man gegen den allerdings auch nicht wirklich viel. Wow, die gehostete Ratte ist sogar schon die 6. Stufe. Das ging hier relativ schnell. Es geht tiefer an diese komischen Eishöhlen. Also bei Silver ist es so, dass die Grafiken immer vorgerendert sind. Die Zeichnungen sozusagen. Und das Ganze dann noch mit ein bisschen Grafikeffekten aufgehübscht wird. Und das hatte damals schon irgendwas. Das war was ganz Besonderes. Hatte natürlich nicht die beste Grafik, aber brauchte sich jetzt nicht unbedingt verstecken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon hingehen sollte. Hier wartet nämlich ein Gegner, der nicht ganz so leicht ist. Haben wir einen Mana-Trank? Wir haben einen Schutztrank und einen Magietrank. Wir nehmen mal den Schutztrank. Ne, wir lassen das erst noch. Und zwar ist der Gegner, der hier lauert. Von der Logik her kann man es natürlich schon wissen. Ein Eisgegner. Das ist ein Endgegner. Und da ist natürlich die Magiekugel genau richtig für, die wir schon haben. Die Feuerkugel. Allerdings, und das ist ganz entscheidend, hat David relativ wenig Mana und der Gegner haut relativ viele rein und ich weiß nicht, ob es schon reicht, um ihn quasi in einer Tour erledigen zu können. Ohne, dass das große Risiko besteht, gegen ihn zu verlieren. Das ist, glaube ich, noch nicht gegeben und deswegen sollten wir vorher einen anderen Endgegner besiegen. Um nochmal eine Stufe aufzusteigen. Wir gehen jetzt erstmal noch hier oben lang, gucken uns Winter noch von der Seite an. Denn der Winter hält viele schöne Seiten bereit. Boah. Relativ viel Schaden mit Fitzen. Das ist auch das, was ich eben meinte. Dass die Gegner hier nicht ohne sind. Allerdings, wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, kriegt man das doch relativ gut hin. So, da. Na, was kommt als nächstes? Okay, die sind offenbar gar nicht so dumm. Weichen meinen Angriffen aus. Pastete, 25 Gold. Das sag ich nur nicht nein zu. Pastete ist sogar schon Stufe 7. Also mit Nahrung kommt man relativ schnell hoch auf die höheren Stufen. Lass Sekühn in Ruhe, mein Freund. Gut. Wir können sogar da oben lang. Ich glaube, da kommen wir direkt. Nee, noch nicht ganz direkt. Ich zeige euch einfach mal das ganze Gebiet hier. Wir können zwar noch nicht das ganze Gebiet erreichen, das wird erst später möglich sein, weil hier noch ein sehr schwerer Abschnitt bei ist. Aber das kommt später alles. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwelche wichtigen Gegenstände bekommen oder Schlüssel oder sowas. So, es geht weiter. Leider ist das Spiel scheinbar wirklich einmal abgestürzt. Ich hoffe, das bleibt jetzt ein Einzelfall. So, ich habe jetzt mal diesen Bildschirm bereinigt. Da waren ja nur noch die paar Soldaten da. Und wir haben jetzt hier drei Wege, die wir benutzen können. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich überall woanders hinkommt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Okay, hier haben wir also eine Stelle mit zwei Truhen, die wir uns mal genauer ansehen sollten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, genau, dass man uns hier nicht angreift. Ich wollte es gerade aussprechen. Trotzdem wissen wir uns natürlich zu wehren.
da kommen auch schon die scheiße Mistviecher. Jo. Bei der Axt ist dieser ganz normale seitliche Schlag relativ stark. Okay, das war es offensichtlich dann nicht. Die sind ja auch noch nicht wieder zurück. Die machen sehr viel Schaden für mich. Und warum kämpft sie kühn auf einmal mit einem Schild? Das soll sie nicht. Nimm mal die Zwille, bitte. Was ist mit der anderen Truhe? Das finde ich nicht gerechtfertigt. Magische Kugel. Ah, okay. Also das ist keine von den 8 magischen Kugeln, sondern es ist einfach nur Mana. Okay. Hat aber auch nur unser Mana aufgefrischt. Also es hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass es sich permanent unser Mana erhöht. Schade. Gut, gehen wir erstmal aus diesem Bildschirm raus. Schauen wir uns stattdessen diesen an. Ich weiß gar nicht, was da überall war. Zu lange her. Okay. Eine Höhle haben wir hier oben. Ich wollte gerade sagen, keiner, der uns angreift. Das wäre verdächtig. Und Gott sei Dank nicht sonderlich stark, diese Viecher. Beinahe Kanonenfutter, würde ich sagen. Hühnchen! Na, welche Stufe ist das? Die letzte. Wir haben schon die letzte Stufe der Nahrung erreicht. Die oberste Stufe der Nahrungskette. Okay. Was ist das jetzt? Wo sind wir hier überhaupt? Ich habe total die Orientierung verloren. Aber es ist ja gut, dass man hier wenigstens sich ein paar Vorräte ansammeln kann, auch wenn es gebratene Latten sind. Schon wieder diese komischen Statuen. What, what, what? Tekün! Kämpfe um dein Leben! Noch mehr. Die kooperieren ja sogar mit diesen komischen Wikingern. Die haben sich nicht gegenseitig angegriffen. Also das ist verdächtig. Käse. Der Käse ist immer gut zu dir. Wo ist das? Wo führt das hin? What the fuck? Die haben einen riesigen fetten Hammer, sag mal. Komm her. Schade. Schade. Gerade so... Gott macht der Schaden. Gerade so verfehlt. Der Hammer scheint auf jeden Fall eine sehr mächtige Waffe zu sein, wenn ich mir das hier so ansehe. Und die haben Äxte. Aber trotzdem... schlagen wir uns da doch recht gut. War es das schon? Das war's schon. Wo führt das hin? Muss hier eine besondere Gegend sein. Ah, genau. Das ist der Palast. Der Palast von Winter, den man auch auf der Weltkarte sehr gut sehen kann. Das ist dieses hochaufragende Gebäude. Allerdings können wir da noch nicht rein. Wir haben gesehen, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Und diesen Schlüssel kriegt man lange nicht. Dieser Palast ist nämlich äußerst wichtig. We all living in Winteria. Winteria, so wunderbar. Yeah. Ihr wisst, wo wir hier sind, nicht wahr? Am Palast von Glass. Ihr wollt doch nicht hineingehen, oder? Doch, genau das will ich. Aber sind wir dafür gerüstet? Schließlich ist Glass Silvers Tochter. Und sie ist eine sehr mächtige Zauberin, die möglicherweise eine oder mehrere magische Kugeln dazu benutzt, um ihre Macht zu verstärken. Wenn ich muss, gehe ich allein. Nein, wenn wir hineingehen, dann gemeinsam. Aber zuerst sollten wir einen anderen Zugang finden. Diese Tür ist offensichtlich verschlossen, also los. Es gibt aber keinen anderen Zugang, das ist der einzige. Und wir haben es gerade erfahren, also in Winter residiert Glass, die Tochter von Silver, die wir auch schon im Intro gesehen haben, wenn man aufmerksam zugeguckt hat. Also Fute und Glass waren da zugegen. Wobei es schon einiges über das Verhältnis zwischen Vater und Tochter sagt, dass Fuge geblendet wurde und deswegen nicht helfen konnte, als Silver angegriffen wurde. Glass
aber nicht behindert war. Und deswegen fragt man sich, warum ich bin der hat sie ihrem Vater da nicht geholfen. Ich berichte in meinem Buch der Legenden über eure Abenteuer. Erzählt mir von euren Taten. So, dann speichern wir jetzt mal bei Winter. Das war's jetzt auch im Grunde erstmal mit dem Gebiet, also den Rest können wir jetzt noch nicht machen. Den, wie gesagt, den Schlüssel kriegen wir erst viel später, weil man sich vorstellen kann, dass Glass eine natürlich sehr mächtige Gegnerin ist. Palast von Glass ist jetzt auch hier als Schnellreisepunkt angegeben. Wir gehen jetzt als nächstes zurück zu Davids Haus, denn da geht es auch noch weiter. In Verdant haben wir generell noch nicht sehr viel erforscht. Und wir haben im Anfangsgebiet gesehen, dass da sogar ein Straßenschild war, was in verschiedene Richtungen gezeigt hat. Und da sind wir eben noch nicht hingegangen. Das werden wir jetzt nachholen. Und dann werde ich das Video damit beenden. David? David? Seid ihr in Ordnung? Ja. Es ist nur... Das ist mein Zuhause und ich vermisse es. Ich will meine Frau zurück. Für einen Moment dachte ich, euer Wunsch würde in Erfüllung gehen. Kommt, wir gebieten ihnen lieber Einhalt, bevor sie alles zerstören. Was sind das bitte für komische Viecher? Was rumpelt denn da im Karton? Ich dachte schon, jemand vergnügt sich in meinem Ehebett. Okay, auf jeden Fall ist die Axt sehr gut gegen die Viecher. Weg mit euch, Geschmeiß! Und hier sieht man jetzt eben, dass man in diese Richtung kann, hier oben scheinbar nicht hin. Ich glaube, das kommt auch noch später. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo man überall hin kann. Unser Haus. Es kommt mir so vor, als wäre es eine Ewigkeit her, ist es aber nicht. Gut. So. Bis zum nächsten Mal. Es endet jetzt.